Die Produktion und der Herstellungsprozess von Hubgetrieben umfasst verschiedenste Fertigungsschritte bei uns hier im Hause in Sinsheim. Angefangen von der Kommissionierung des Rohmaterials im Lager wird dieses der Sägerei zur Verfügung gestellt. Auf unseren Sägemaschinen werden die Produkte vorbereitet für die weitere Bearbeitung und entsprechend der Zeichnung vorbereitet. Das Wirbeln der Spindeln ist ein großer Fertigungsschritt bei uns im Haus. Wir haben verschiedene Fertigungsmaschinen zum Wirbeln unserer Spindeln. Angefangen von Baugrößen 10 mm bis zu einem Durchmesser von 300 mm können wir Spindeln bis zu einer Länge von 9 Metern direkt auf einer Maschine wirbeln. Die Bearbeitung der Gehäuse erfolgt Kunden individuell. Die Oberflächen werden entsprechend den Kundenwünschen angepasst und Befestigungsoptionen entsprechend der Kundenwünsche realisiert. Schneckenwelle und Schneckenrad, das Herz eines jeden Hubgetriebes, werden bei uns auf den Maschinen gefertigt. Höchste Präzision sind hier erforderlich, um später ein Zusammenspiel, welches optimal gestaltet ist, zwischen diesen beiden Komponenten zu realisieren. Auch Anbauteile wie Motorglocken, wie Kopfvarianten werden auf unterschiedlichen Maschinen bei uns im Hause selbst gefertigt. Hier gibt es verschiedenste Optionen bis hin zu kundenindividuellen Lösungen, die wir realisieren können. Die Spindelendenbearbeitung, das heißt Andrehung für die Befestigung der Köpfe, für kundenindividuelle Befestigung oder auch die Anbauoptionen an den Spindeln wie Ausdrehsicherung oder Verdrehsicherung werden auf den Maschinen realisiert. Den Abschluss in der Produktionskette bildet die Montage. Hier werden die einzelnen Komponenten der Hubgetriebe zusammengefügt. Es erfolgt ein Qualitäts- und Funktionstest und dann werden die Getriebe zur Disposition in den Versand gegeben. Für weitere Informationen nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Sie können uns kontaktieren über die eingeblendete Telefonnummer oder unsere E-Mail-Adresse. Sie haben auch die Möglichkeit, über unsere Homepage weitere Informationen zu erfahren.